So, hier ist wieder freundliches Messe-TV von der Chance 2010. Ich bin jetzt hier im Nahkampf mit Herrn Mayer von der Bundeswehr. Ich durfte mich auch freundlicherweise hier mit ins Auto setzen, aber so ein bisschen Angst habe ich schon. Muss ich die haben, wenn ich zu Ihnen an Stand komme? Wenn Sie nichts Böses getan haben, dann auf keinen Fall. Denn hier werden wir einfach nur informieren. Also wir informieren über die Bundeswehr, über die Angebote. Wir haben 60 Berufsausbildungen, die wir haben, 20 Studiengänge. Und da kann man sich hier Informationen holen. Und auch Frauen sind gerne gesehen? Oder ist es wirklich nur so ein reiner Männerweiterbildung, Männerausbildung? Überhaupt nicht. Also Frauen sind gern gesehen, nicht nur die, die mich nett interviewen, sondern auch die, die dann zu uns kommen. Frauen können alles das machen, was die Männer auch machen bei der Bundeswehr, wenn sie sich dazu eignen. Und es ist einfach so, dass wir zurzeit noch ein bisschen zu wenig Frauen haben. Also Frauen sind sogar sehr gern gesehen und werden bevorzugt eingestellt, wenn sie sich genauso gut eignen wie Männer. Ja, also denke ich, wenn ich das hier heute nicht gut gemacht habe und vielleicht eine andere Laufbahn einschlagen will, dann wende ich mich an Herrn Mayer, denn ich sehe, hier wäre ich richtig gut aufgenommen. Ich wünsche noch 3 wundervolle Messetage, also 2,5 Jahre im Prinzip nur noch, und bedanke mich. Ja, vielen Dank. Bis dann, tschüss. Tschüss.